Meteoritenzerstörer ist in Position und wartet auf Anweisungen. Lizzie, es ist Zeit, den Mars zu verlassen. Aber Mr. Danforth, was wird denn aus unserer Crew? Nun, als Commander wie Commander Danforth ist es meine Aufgabe, schwere Entscheidungen zu... Ilana an Raumstation. Könnt ihr mich hören? Over. Ilana! Wir dachten, wir hätten euch verloren. Geht es euch gut? Wir hatten einen Unfall. Nichts, was ich nicht reparieren konnte. Aber wir haben Mitchell noch nicht gefunden. Verflucht. Sie und Alvin müssen sofort zurückkommen. Ja, Sir. Na gut, Alvin, es ist Zeit zu gehen. Alvin? Alvin! Och, ich wusste, dass das passieren würde. Oh, Mitchell? Ilana? Hört mich jemand? Hallo? Hey, ich bin es wieder. Und ja, das ist vielleicht meine letzte Nachricht. Ich habe mich verlaufen und wo ich auch hinsehe, sind nur Steine, Staub, Öl. Moment mal, Öl? Mal sehen, wo das hinführt. Ich fasse es nicht. Wasserkristalle. Wenn ich doch... kann nicht mehr. Wasser. Was ist passiert? Ist alles okay, Mitchell? Wie viele Finger halte ich hoch? Das war echt knapp. Wie hast du mich gefunden? Ich bin der Ölspur gefolgt, die RU hinterlassen hat. Gute Idee, RU. Ha, keine Sorge, kleiner Freund. Dich kriegen wir schon repariert. Sobald uns Alvin zur Raumstation gefahren hat. Ja, also witzige Geschichte. Ich war, Alvin? Keine Zeit für witzige Geschichten. Wir müssen los. Beeilung! Mr. Danforth, wir sind unterwegs. Beeilt euch! Der Meteoritenschauer wird schlimmer. Unsere Chancen, ihm zu entkommen, schwinden mit jeder Sekunde. Das können Sie laut sagen. Das schaffen wir niemals.